Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist Miriam Heitz. Ich arbeite auch bei der DB, aber bei der anderen, also bei der Deutschen Bank. Und vor knapp 5 Jahren habe ich angefangen und bin in die Bank gekommen, oder schon fast 6 Jahre her, als Praktikantin im Design Thinking. Und da war ich erster Tag und dachte mir, okay, wen treffe ich denn so? Habe meine Kollegen getroffen, die da in diesem Innovation Team arbeiten. Da war so ein Kollege, Felix, der Glückliche, der hatte einen total coolen Job. Und ich dachte mir immer so, wie kriegt man in der Deutschen Bank, die ja nicht so für Kreativität und Innovationsgeist bekannt ist, so einen coolen Job? Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr lang über Design Thinking und habe gelernt über Human-Centered Design und wie kann man den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und dann habe ich angefangen bei der Deutschen Bank. Ein Jahr später irgendwie bin ich da hängen geblieben, auch ganz unverhofft. Und jetzt nach 5 Jahren festangestellt bei der Deutschen Bank kann ich sagen, wie bekommt man den besten Job der Welt? Oder das Thema des Vortrags heute auch, Human-Centered Design mit 20.000 Köpfen, nämlich Open Innovation. Und wenn man mal so überlegt, okay, wie funktioniert denn Innovation oder wie funktioniert Ideenmanagement, ist eigentlich immer so, man sitzt unverhofft am Schreibtisch und denkt so, okay, mache ich mal meine Arbeit, dann kommt der Chef rein und sagt, ja, ich war im Leadership Group Meeting und mein Chef hat eine total gute Idee. Wir müssen mal was für den Kunden machen. Okay, dann steht der Kunde gleich im Mittelpunkt und dann schreibt man schön mit und nimmt auf, was der Chef so will. Und dann sagt, ja, wir brauchen mal so ein Girokonto der Zukunft. Okay, dann denkt man sich, ja, das Girokonto der Zukunft, ja, das ist ja schon ein spannendes Produkt, da hat man so Geld. Und dann denkt man sich, ja, okay, und dann googelt man das und denkt sich so, wie sieht das Girokonto der Zukunft aus? Und dann kommt irgendwie nichts raus, weil das haben ja schon die anderen Banken, die scheinen schon das Girokonto der Zukunft zu haben. Und dann denke ich mir so, ja, okay, dann gehe ich mal Kaffee trinken. Und dann frage ich mal meinen Kollegen, aber die haben ja natürlich auch keine Idee, weil ich habe jetzt das Problem geerbt. Und dann gebe ich das aus meinem internen Social Media Tool ein. Und da merke ich aber, ja, da kommen jetzt auch keine Ideen. Und das Schlimme ist ja, da. Was mache ich denn jetzt? Dann kommt mein Chef an und sagt, ja, wie ist denn da der Status? Und dann fragt er mich wirklich wieder nach dem Status. Dabei habe ich doch keine Idee. Und das Problem haben wir erkannt und haben gesagt, okay, traditionell ist es so, der Chef hat ein Problem, der kaskadiert das runter, irgendwann liegt es auf meinem Schreibtisch und dann habe ich das Problem und dann muss ich es lösen. Dabei bin ich vielleicht gar nicht der Girokonto-Experte und bin gar nicht die richtige Person. Und wenn dann jemand so eine Lösung designt, die nicht die richtige Person ist, dann kommt sowas bei raus. Ja, ganz wichtig, Bahnsteig hier. Hier ist der Weg, der Fahrradfahrer soll nicht den Menschen hier umfahren, aber der Fahrradfahrer ist ja schlauer als der, der diese Beschrankung gebaut hat. Der fährt einfach draußen rum. Ja, und dann sehen wir aber andere Leute, die haben irgendwas verstanden, die haben gemerkt, Moment, da sind ja zwei Gebäude, die kann man ja unterschiedlich erreichen. Und da wurde mal der Mensch in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt, das ist irgendwie Human-Centered Design und das ist auch so ein bisschen, wo ich herkomme. Und ich habe es gerade schon gesagt, Design Thinking, was ist das überhaupt? Es geht los mit dem Verstehen, okay, da geht jemand außen rum und Design Thinking stellt so den Menschen natürlich in den Mittelpunkt und sagt, okay, wir müssen ihn erstmal beobachten und schauen, was er macht, außen rum gehen. Dann sagen, okay, es ist anscheinend ein Problem, dass da diese Sperre ist. Und dann entwickelt man Ideen, prototypisiert die, vertestet die mit dem Nutzer und geht dann wieder zurück. Und dieser Kreislauf stand im Endeffekt auch im Mittelpunkt unseres Ideenmanagement-Tool-Entwicklung. Und da kommen wir wieder zurück zu meinem einen meiner ersten Tage, ich bin dann eingestiegen in die Bank und dann habe ich auch mein Problem bekommen, nämlich von meinem Chef. Und er hat gesagt, ja, Teammeeting, so, mach mal eine Innovationskampagne. Weil wir machen jetzt hier schon lange Ideenmanagement und wir haben auch total viele Ideen, aber wir fühlen uns so ein bisschen so, wie der Esel hier. Wir haben so viele Ideen, dass wir gar nicht mehr wissen, was sollen wir denn jetzt mit diesen Ideen machen? Das waren nämlich 12.000 und die hatten alle. Es waren viele gute dabei, aber bei allen haben wir nicht unbedingt das Problem gefunden, das die Idee jetzt löst. Und das sieht man ganz gut an diesem.
Ich lese es mal vor. Statt der recht teuren frischen Weihnachtsbäume einen guten künstlichen Wehbaum. Die ist eingegeben worden im Mai, glaube ich. Also da ist jemand wirklich Weihnachtsbaum vernarrt. Auch im Mai noch über Weihnachtsbäume nachzudenken. Und diese Idee, da haben wir dann den Weihnachtsbaumbeauftragten gesucht. Wir sind eine große Firma. Den haben wir dann auch gefunden. Und er hat gesagt, klar habe ich schon drüber nachgedacht. Denn die muss man lagern im Sommer und das ist überhaupt nicht billiger und ist ja auch viel schöner, so ein echter Weihnachtsbaum. Und dann hat mein Chef gesagt, so Miriam, wir brauchen deine Hilfe, denk dir jetzt mal was aus. Und dann habe ich angefangen und habe einen Workshop geplant und ich musste eine Innovationskampagne entwickeln und das Foto ist von damals. Ich weiß auch nicht genau, warum wir es gemacht haben, aber wir haben es gemacht und habe ich überlegt, okay, der Mensch muss in den Mittelpunkt, was will der Mensch? Wir wollen irgendwie so Sachen wie New Way of Working einfach zu benutzen. Es soll offen sein. Es soll Ergebnisse rauskommen und nicht nur jeder hat mal eine Idee und dann passiert nichts damit. Ein anderes Problem des Ideenmanagements, dass man irgendwie nie mehr weiß, was ist denn mit der Idee überhaupt passiert. Und dann soll es natürlich radikale Innovationen geben. Die kommt auch nicht dadurch, dass ich alleine eine Idee eintippe. Und es soll natürlich kreativ sein und Spaß machen. Und dann haben wir überlegt, okay, wen haben wir denn da so in der Organisation? Dann haben wir Erika the Expert. Die kennt die Bank total gut. Und wir müssen sie dazu kriegen, dass sie ihr Wissen teilt. Und nicht das für sich alleine behält, weil das war auch ein Problem an unserem Ideenmanagement, dass man einen Preis gewinnen konnte. Das heißt, der, der die beste Idee hat, kriegt dafür Geld. Das heißt, dann teile ich natürlich nicht meine Idee, weil es könnte ja jemand anders mein Geld wegnehmen. Deswegen müssen wir jetzt Erika so erziehen, dass sie ihre Idee teilt und auch mit anderen Leuten im Zweifel diesen Ruhm teilt. Und Geld gab es dann eh nicht mehr. Deswegen, das war ganz gut. Und dann haben wir noch Anthony, der springt auf alles, weil der findet alles total cool. Aber der hat leider keine Zeit, der hat nämlich einen Anzug an und der ist total wichtig. Und den müssen wir aber auch dazu kriegen, weil der hat ja so viele Ideen. Und dann haben wir noch Manfred, the Manager, der sagt immer, ja, es muss sich was ändern, wir müssen kollaborativer werden, wir müssen jetzt hier irgendwie Ideen teilen, aber eigentlich will er, dass seine Mitarbeiter schnellstmöglich die Arbeit machen und jetzt nicht hier in so einem Tool da so rummachen und mal eine Idee haben, sondern die sollen erst mal ihre Arbeit machen. Okay, und dann haben wir überlegt und Erika und Manfred und Anthony und dann haben wir überlegt, okay, eigentlich müsste es einen Prozess geben, wo man sagt, okay, wir haben Ideen, wir haben Konzepte, wir arbeiten in Gruppen und das Allerwichtigste daran ist, wir starten nicht mit, hab mal eine Idee, sondern hab mal eine Frage. Und das geht natürlich an Manfred, the Manager. Der hat nämlich Probleme und die will er gelöst haben. Am liebsten von seinen Mitarbeitern, weil auf die hat er direkten Zugriff. Aber er kennt ja vielleicht gar nicht die Experten zu seinem Thema. Sondern die Experten sitzen im Zweifel im Unternehmen verteilt. Und wenn man 100.000 Leute hat, hat man vielleicht auch viele Experten. Dann haben wir gesagt, okay, wir starten diesen Prozess mit der Fragestellung. Wie sieht das Girokonto der Zukunft aus? Und gehen dann durch eine Inspirationsphase, wo wir sagen, okay, was haben denn andere Leute für Girokonten, was ist dieses Simple-Konto, Number 26, was gibt es denn da alles? Also diese ganzen Sachen, die es schon gibt, die können uns als Bank, die ja ganz anders ist als diese neuen Fintech-Startups, vielleicht trotzdem helfen, indem sie uns inspirieren. Und es geht so ein paar Wochen, so 1 bis 3, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Und dann gehen wir in eine Phase und sagen so, das Wissen, was wir jetzt gesammelt haben, das nehmen wir und entwickeln daraus Ideen. Also zum Beispiel Number 26 oder Simple machen das so und so, das können wir auf uns übertragen und wir könnten das dann so machen. Also Lösungen zugeschnitten auf die Deutsche Bank und die gehen dann weiter durch diesen Prozess, wo dann noch elaboriert wird. Man arbeitet in den Teams zusammen, macht es nicht alleine und das wollten wir dann einführen und da haben wir so ein Bildchen gemacht. Die rote Person bin ich, die grüne Person ist mein Kollege. Dem habe ich die Idee erzählt. Dann sind wir ins Team gegangen, die fanden die Idee auch cool. Einer hat es nicht verstanden, einer fand es doof. Und dann hat aber unser Chef gesagt, ja, super Idee. Dann hat mein Kollege die Farbe gewechselt. Dann haben wir Requirements aufgestellt, ganz wichtig. Haben nochmal drüber nachgedacht, haben dann okay diese Requirements-Liste gehabt, haben die zu verschiedenen Vendoren gegeben, sind noch ins Steering Committee gegangen, haben dann gesagt, wo machen wir es intern, extern, sind zu unserer Runde der Weisen gegangen, die haben dann auch noch mal drüber nachgedacht, dann haben wir das unserem CIO vorgetragen, der fand es nicht so gut, dann
auch vor allem, weil wir hatten diese, kennt ihr diese Prezi-Präsentationen, die drehen sich so, ich glaube, dem ist schlecht geworden. Der fand es nämlich überhaupt nicht witzig, dass sich das ständig dreht. Und hosten wir es intern oder extern und da oben, wir kaufen als Bank die meiste Software ein. Das heißt, wir programmieren nicht selber, sondern wir haben Vendoren, die das im Endeffekt, genau, die das für uns programmieren oder die eine Lösung einfach White Label verkaufen. Genau, was rauskam, er, dem schlecht geworden war, der sagt ja und alle sind glücklich. Und das Witzige war, das haben wir gemalt auf einem Flipchart, weil wir irgendwann so frustriert waren von diesem Prozess, das abfotografiert worden von unserem DB-Fotografen. Das steht jetzt im Brandportal der Deutschen Bank und kann als offizielles Bild verwendet werden, deswegen kann ich das auch machen. Und ich musste in so ein Training für 6 Wochen, deswegen bin ich da im Gefängnis. Ist nichts passiert sonst. Und was, glaube ich, typisch ist für so einen Prozess und was den besten Job der Welt ein bisschen schwierig macht, ist, man hat immer die rote Ampel, so O, Status auch, und man hat immer diese Prozesse, die es halt so schwer machen. Und das haben wir versucht halt mit diesem Open Innovation Management Tool oder Open Innovation Tool zumindest für das Ideenmanagement aufzulösen. Und dann haben wir ein Tool gefunden, das heißt OI Engine, es kommt von IDEO, das ist eine große Designagentur oder Designfirma, die auch Design Thinking mit erfunden hat. Und das haben wir dann versucht zu implementieren, schwarzes Loch der Serverlandschaften innerhalb der Deutschen Bank. Aber wir haben es geschafft und so sieht es aus. Und was man schon sieht, das sieht ja gar nicht aus wie Deutsche Bank, das ist nämlich nicht monochrom blau. Wir haben vor allem gern monochrom blau, so hellblau auf dunkelgrau auf weiß. Aber wir haben es anders gemacht, wir haben so einen Tafelhintergrund und das ist auch total bunt. Und das ist das Gute, denn die Deutschbanker wissen gar nicht, dass sie arbeiten, wenn sie damit machen. Und das ist das beste Lob, was wir bekommen haben, war, ich mache nicht so gern mit, weil dann denken meine Kollegen, ich arbeite nicht. Und das ist eigentlich das Beste, was uns passieren konnte, weil wenn den Leuten das so viel Spaß macht, dass sie es nicht als Arbeit begreifen, dann haben wir es eigentlich geschafft. Und wir sehen hier die Ideen und die Nutzer und es sind immer so Challenges, nennen wir die. Das heißt GCDP, das ist unser Produktbereich, das sind 3 Manager, die sagen, okay, wir brauchen neue digitale Lösungen für unsere Kunden, weil unsere Kunden sollen natürlich glückliche Kunden sein und hier Kunde im Mittelpunkt. Und das geben die da rein und das läuft jetzt wirklich gerade, der Screenshot ist von heute Morgen. Und da gehen wir durch diese Phasen, die ich eben beschrieben habe, von Inspiration oder Research nennen wir es mittlerweile, wo man schaut, was machen denn andere, was gibt es denn für Lösungen, die andere, die uns begeistern, aber zum Beispiel nicht von der Bank sind. Also warum nutze ich eine App ganz oft und andere Apps vielleicht nicht? Oder was sind so unsatisfied client needs, wo wir sagen, ja, eigentlich wollte ich immer schon mal, aber das gibt mir kein Bankprodukt und das von der Deutschen Bank sowieso nicht. Und das haben wir alles in dieser orangefarbenen Phase abgehandelt und dann gehen wir in so eine grüne Phase und da geht es um Ideen. Also wie können wir dieses Problem für die Deutsche Bank lösen? Was ist die digitale Lösung der Zukunft, die unsere Kunden total gut finden werden? Und da haben wir jetzt ganz viele Ideen gesammelt und seit gestern gehen wir hin und sagen, okay, es gab ein paar Ideen, die waren doppelt drin und diese Leute packen wir in ein Team, also ein virtuelles Team, weil die meistens über über Europa meistens verstreut sind oder auch in den USA sitzen. Und diese Leute treffen sich dann in einem Call und arbeiten zusammen an Lösungen. Und die finden es total gut, weil man normalerweise halt nicht Leute aus anderen Divisionen kennenlernt oder aus anderen Ländern. Und weil man aus anderen Ländern halt auch immer noch eine andere Sicht auf Produkte bekommen kann. Und die treffen sich jetzt in den Calls und bilden virtuelle Teams und arbeiten wirklich an Ideen zusammen, was vorher halt einfach nicht möglich war. Und dann geht das in eine andere Phase, wo die User ihre eigenen Ideen bewerten. Also nicht meine eigene, sondern die Ideen von anderen Nutzern. Und da kann ich dann sagen, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut. Ich glaube, das sollten wir umsetzen, das sollten wir nicht umsetzen. Und das macht Deutsche Bank natürlich total viel Spaß, Feedback zu geben. Und das finde ich total cool, auch die Ideen bewerten zu können und Feedback zu geben. Und mit diesem Feedback gehen die Sponsoren danach hin und wählen die Winning Ideas aus, die dann zur Umsetzung an die Sponsoren übergeben werden. Das heißt, die gehen dann hin und setzen die um. Ein Beispiel, was hier rauskam, also jetzt nicht aus der Challenge, sondern das ist eine vor
anderthalb Jahren ist eine, die Deutsche Bank ist ja verbunden mit der Postbank und da kam so eine App raus, die hieß Konto-Konfigurator, wo man sich sein Girokonto selber zusammenstellen kann mit dem iPad. Und das ist eine Idee, die hieraus entstanden ist, die dann umgesetzt wurde und jetzt für die Kunden live gegangen ist. Und bei allem, was wir tun, haben wir eigentlich immer diese Nutzer im Blick. Und wir haben am Anfang gesehen, es gibt Erika und Anthony und Manfred und die haben alle ganz verschiedene Ansprüche. Und ich habe die Phasen eben schon erwähnt, von Inspiration über Ideenphase, Applausphase, wo wir runtergehen von hier 58 Ideen durch die Applause auf, sagen wir mal, 17. Und über diese Bewertungsphase, wo jeder die Ideen von den anderen bewerten kann, kommen wir in die Winning Ideas Phase. Und das mit das Wichtigste ist diese lilafarbene Phase, wo dann wirklich darüber berichtet wird, bei der Postbank wurde das eingesetzt oder das ist mit eurer Idee passiert oder die Idee hattet ihr, die fanden wir gut, aber die war zu teuer. Selbst das verstehen User, es versteht halt keiner, wenn nichts zurückkommt. Und das funktioniert aber ganz gut. Und ich glaube, der Erfolg des Tools liegt auch so ein bisschen darin, dass wir in allen Phasen eine Interaktion für jedermann gefunden haben. Also für den Enthusiasten, der gerne mal applaudiert, das ist wie so ein Facebook-Like-Button, der dann sagt, ja, finde ich gut, über jemanden, der gern Feedback gibt, der kann dann kommentieren oder evaluieren und sagen, das sollte man besser machen oder denk doch noch mal daran. Wie auch derjenige, der vielleicht keine eigene Idee hat, aber sagt, ah, ich habe die Idee gelesen, darauf aufbauend ist mir eingefallen, das und das. Und dann gibt es natürlich die Funktion, dass man eigene Sachen eingeht. Und es dauert von ein paar Sekunden bis zu, klar, man kann endlos Zeit darauf verbringen, Stunden da Ideen einzugeben. Und das war uns wichtig, dass wir alle Leute im Endeffekt abholen können in der Organisation. Dass wir nicht ein Tool machen für die Leute, die irgendwie zu viel Zeit haben, weil das scheint irgendwie keiner zu sein. Und da irgendwie jeden mit einzubeziehen, egal auf welchem Level ist und egal wie viel Zeit er mitbringt. Und jetzt fragt man sich, das ist natürlich total toll, aber warum soll man denn da mitmachen? Weil da scheinen ja so ganz viele Enthusiasten drauf zu sein, aber mein Manager, der hat es ja doch lieber, wenn ich meine Arbeit mache. Das stimmt und ich habe schon gesagt, wir geben keine Preisgelder mehr aus. Vor allem auch, weil wir glauben, dass Geld motiviert bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann nimmt der Grenznutzen halt ab. Und unsere Manager geben gerne iPads aus und sagen so, ja, ich will so eine Challenge machen, dann gebe ich iPads aus. Und ich meine so, ja, die iPads, die sind total schön, ich habe auch gerne eins. Aber es machen dann die falschen Leute mit. Es machen dann die Leute mit, die kein iPad haben und die gerne eins hätten oder gerne eins verkaufen würden. Und deswegen sagen wir, es gibt keine Preise mehr. Das Einzige, was man bekommen kann, ist im Endeffekt Ruhm und Punkte, also so Badges, so Community Leaderboard-Badges, wo man sagen kann, okay, ich gebe meine Idee ein und kriege dafür Punkte. Und die meisten Leute geben wirklich ihre Ideen ein, weil sie glauben, das ist die beste Idee und das löst das Problem. Und das funktioniert eigentlich am allerbesten an der Plattform, dass die Leute intrinsisch motiviert sind und kommen, weil es ihnen Spaß macht, aber auch, weil sie zeigen wollen, dass sie innovativ sind, dass sie kreativ sind und dass sie ja, Probleme lösen können, die die Bank bewegen. Und dann gibt es noch was anderes, was wir ausgeben? Wir wertschätzen die User. Das heißt, die User kriegen immer am Anfang von der Challenge so ein Starter-Kit. Das ist so ein Ziploc-Beutel, die es beim Fliegen immer gibt. Da drin ist so eine Karte, steht drauf einmal Mindstormer. Und da drin ist ein Lego-Männchen, ein Stift und ein Post-it-Block. Und das soll die Leute im Endeffekt motivieren, mit ihren Kollegen direkt anzufangen zu brainstormen. Und dann, wenn sie was machen, kriegen sie, das kriegen sie auch noch, da steht drauf, wie es funktioniert, weil das nicht immer selbsterklärend ist, so ganz neue Tools. Und wenn sie dann was machen, dann kriegen sie von uns eine Dankeskarte. Das ist ganz ungewöhnlich, weil niemand mehr Post kriegt in der Bank, sondern wir kriegen ja alle E-Mails und ganz viele. Und wir schicken denen aber so eine Dankeskarte, wo dann draufsteht, dear Jürgen, thank you for your idea on Mindstorm. I packed a little surprise for you, enjoy, see you soon on Mindstorm. Und das ist das Paket, da sind Kekse drin, die sind total lecker auch noch dazu. Und
Nee, das war für einen anderen Jürgen. Genau, nicht unseren Vorstand. Dem habe ich noch keine geschickt, das sollte ich vielleicht mal. Genau, und diese Wertschätzung ist, glaube ich, das, was so Nischenthemen wie Innovation und wie Ideenmanagement genau so interessant machen, weil die Leute bekommen nichts dafür, dass sie mitmachen. Die haben im Zweifel weniger Zeit für ihre eigene Arbeit. Sie kriegen die Anerkennung ihrer Kollegen und sie kriegen Kekse. Und genau das bringt mich wieder zurück zu meinem ersten Punkt, wie macht man mit 20.000 Leuten Innovation? Genauso über eine verteilte Plattform, wo man immer und jederzeit mitmachen kann und wo immer irgendwas Spannendes drauf läuft. Wie kriegt man den besten Job der Welt? Ich glaube, den muss man sich selber schaffen, denn was sich herausgefunden hat, Felix, der hat sich seinen Job auch selber geschaffen. Seinen Job gab es vorher nämlich auch nicht und meinen gab es auch nicht vorher. Und mit Mindstorm habe ich es irgendwie geschafft, dass es den Job dann doch gibt. Und das ist eigentlich, glaube ich, genauso cool wie Darrens Job beim D-Lab, einfach das machen zu können, was einem am meisten Spaß macht. Und das ist natürlich gut, wenn man das geschafft hat in so einer Firma. Gut, dann vielen Dank und ich würde offen machen für Fragen. Genau, wir würden so ein bisschen eine Diskussionsrunde einleiten. Wir haben auch Mikros und wir zwei gehen rum mit den Mikros. Wenn jemand eine Frage hat, schießt los. Keiner, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Du hast ja gesagt, ihr fangt mit dem Problem an. Das heißt, jeder User hier oder jeder Kollege kann im Prinzip auch ein Problem einstellen in die Plattform und dafür sozusagen Lösungen und Ideen suchen. Ist das auch ein Ansatz oder geht es wirklich, kommen die Probleme woanders her, alle von Manfred? Die Probleme kommen vor allem von Manfred, weil wir halt auf Relevanz im Endeffekt filtern wollen und sagen, okay, wir machen da nur die großen Probleme rein. Die müssen auch vor allem irgendwie kundennah sein oder nah an dem Leben des Mitarbeiters. Und weil die Sponsoren bringen auch immer ihre Nutzer mit. Das heißt, dann, wenn der Sponsor, sagen wir mal, aus dem Produktbereich für Girokonten kommt, dann hat er schon mal so und so viele Mitarbeiter, die per se schon mal Ideen haben. Das heißt, jeder Sponsor bringt seine Crowd mit und dann ist es aber offen für alle. Das heißt, diese Challenges, also diese Probleme kommen wirklich nur von Managern, um einfach auch zu filtern, dass es relevante Themen sind und man nicht über das Mittagessen in der IT-Kantine und nicht zu viel diskutiert. Über den Weihnachtsbaum. Genau. Das heißt immer, dass man den User oder auch einbezieht. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, wirklich Kunden mit zu befragen oder um eine Meinung zu bitten? Genau, und das wäre die nächste Ausbaustufe. Das ist halt anders zu behandeln unter Risikogesichtspunkten. Das heißt, das machen wir noch nicht als Bank. Ist natürlich denkbar, weil das System funktioniert genauso gut mit Kunden wie auch mit Mitarbeitern. Derzeit haben wir es halt nur mit Mitarbeitern ausgerollt. Wie habt ihr jetzt die Mindstorm-Roboter eingesetzt? Die Mindstorm-Roboter ist nur eine Namensgleichheit. Das heißt, Lego Mindstorms hat damit nichts zu tun. Das ist uns nachher auch erst aufgefallen, dass das eine Namensgleichheit ist. Es hat nichts damit zu tun. Ich hätte auch eine Frage. Als du den Task übernommen hast, das Tool zu bauen, inwiefern war denn da das Design und die ganze Technik schon ready-made oder in welchem Zustand hast du diese Idee, da brauchst du ein Tool übernommen und wie ist das gemanagt worden, daraus dann dieses Tool, das jetzt existiert, zu bauen? Also designseitig, aber auch technisch, gab es da auch Punkte, die du mit entscheiden musstest, durftest? Oder war das mehr oder weniger schon gesetzt? Also ich bin aufs Tool gekommen, indem ich kannte IDEO im Rahmen von Design Thinking und war irgendwie auf deren Seite unterwegs und die hatten so ein neues Projekt gestartet, OpenIDEO. Und das ist das gleiche Produkt. Das heißt, die Software gab es schon, aber die haben die bisher noch nicht White Label verkauft. Wir waren dann eine der ersten Kunden, die das im Endeffekt auch intern eingesetzt haben und das hat uns als Kunde natürlich viel Spielraum gegeben, Dinge mitzugestalten, den Prozess auch mitzugestalten, aber im Endeffekt war es ein fertiges Softwarepaket, was wir bekommen, was wir intern einsetzen.
Aber es wird natürlich angepasst auf eigene Vorgaben, wie OpenID ist relativ hell und weiß. Wir haben es dann halt so dunkel und tafelhintergrundmäßig gemacht. Und bei uns ist dann natürlich immer die Entscheidung, okay, wir sind eine Bank, das ist alles extrem sicherheitsrelevant, was wir tun, oder das wollen wir zumindest so schützen, als wären es sehr, sehr wichtige Daten. Und das war dann, glaube ich, der meiste Spielraum, den wir hatten, da zu schauen, wie kriegen wir es in der Bank unter, wie kriegen wir es auch unter, dass es nutzbar ist, dass es den Usern Spaß macht, dass man sich nicht überall einloggen muss, sondern dass man da drauf geht und einfach los brainstormen kann. Und ich glaube, da waren die meisten technischen Sachen, die wir auch erledigen mussten. Dann geht es dann wirklich um so Fragen, können wir es extern hosten, müssen wir es intern hosten, was sind die Implikationen davon, darf da irgendjemand draufschauen oder ist es Outsourcing, wenn wir es extern hosten? Da geht man einen riesigen Prozess von Vendor-Relationship Fragen rein, und ich glaube, das war einerseits ermüdend, deswegen auch das Labyrinth, aber auch irgendwie spannend zu sehen, okay, was gehört denn dazu, so eine Applikation einzuführen, weil man nimmt das immer so als selbstverständlich hin, dass das Intranet einfach da ist und dass diese Social Plattformen wie Jive oder wie halt so ein Facebook intern, dass es die einfach gibt, weil das ist gar nicht so einfach, habe ich dann gemerkt. Also erstmal herzlichen Dank für die schöne Präsentation und auch das tolle Tool. Schade, dass wir das nicht nutzen dürfen. aber ich habe eine Frage, wie habt ihr das ins Unternehmen eingeführt? Also das bereitzustellen ist ja eine Sache, aber ich stelle mir vor, ein Unternehmen, wo bislang irgendwie gute Ideen vergütet wurden, also genau dieses Prinzip, ich muss alles bei mir behalten und irgendwie rechtzeitig dann irgendwie publik machen und kriege dafür Geld, hin zu einer Shared-Community-Plattform, ist eigentlich ja meistens ein weiter Weg und oft auch zum Scheitern verurteilt. Was habt ihr da gemacht, dass das so angenommen wurde dann letztendlich? Also wir haben zuerst ein Proof of Concept gemacht. Das heißt, wir hatten eine kleine Gruppe, wo wir wussten, die sind schon kulturell ein bisschen anders als der Rest der Bank. Das ist so eine Gruppe von Projektleitern und Spezialisten, die werden zentral gemanagt und werden dann entsandt immer in Projekte. Und die haben schon so eine Kultur, dass Wissenstransfer ganz groß geschrieben wird. Mit denen haben wir es getestet. Das sind 300 Leute und die fanden das alle total gut und waren dann im Endeffekt auch so diese Ambassadoren, das nachher ins ganze Unternehmen zu tragen. Und was wir gemacht haben, als wir es dann in Produktion wirklich das für die ganze Bank eingeführt haben, wir haben gesagt, okay, wir machen dafür keine Werbung per se, also schaut her, das neue Tool ist da, sondern wir machen Challenge-spezifisch Werbung. Das heißt, die erste Challenge kam aus dem IT-Bereich für Deutschland und dann haben wir den Leuten allen eine E-Mail geschickt und so ein Starter-Kit. Und das macht es halt relevant für die Leute, weil die Fragestellung war per se für sie erstmal interessant und es gab halt eine Hilfestellung, wie man anfangen kann, und es gab auch Workshops, wo man sich treffen konnte, weil viele Leute treffen sich auch einfach viel lieber, um zu brainstormen, anstatt sich alleine vor ein Tool zu setzen. Und das hat im Endeffekt diesen Kulturwandel so ein bisschen überbrückt, den es braucht. Und ich glaube, also gleichzeitig kam auch dieses interne LinkedIn in die Bank und das hat das alles so ein bisschen positiv bedingt, dass man eine andere Kultur eingeführt hat und es dann auf einmal zwei Tools gab, die damit so das so ein bisschen aufgegriffen haben. Und wir machen auch weiterhin keine Werbung für das Tool, wir machen immer nur Werbung für Challenges, wo dann User, also Nutzer, eine E-Mail kriegen von ihrem Manager, den sie kennen. Also es ist irgendwie zwei, drei Ebenen über ihnen, aber sie kennen noch den Namen und wissen, ach ja, das ist der Bereichsleiter. Und der sagt dann, mach doch mit, wir interessieren uns für deine Ideen. Und dadurch bleibt es halt für die Leute halt immer relevant und dadurch machen die auch mit, weil sie merken, okay, das interessiert den anscheinend wirklich und der wird auch was mit meiner Idee machen. Und ich glaube, sobald die Ideen nicht mehr verwendet werden von den Managern, die diese Frage in Auftrag gegeben haben, dann haben wir ein Problem, weil dann verschwenden wir im Endeffekt die Zeit der Nutzer. Und ich glaube, dann wird es gefährlich, weil dann gibt es so eine Sättigungsphase. Habt ihr die Entwicklung des Tools auch öffentlich gemacht oder war das ganz top secret und dann tata, Vorhang gelüftet und hier ist es? Oder habt ihr Prozesse im Unternehmen sozusagen veröffentlicht nach dem Motto, das haben wir vor? Und
es war so ein bisschen da, es gab halt noch nicht dieses LinkedIn, das interne, wo man so Sachen machen kann wie Working Out Loud, wo man sagt, ich arbeite jetzt an dem und dem Tool. Es gab so ein internes Twitter, darüber haben wir es bekannt gemacht und darüber kamen auch viele Leute, weil wir haben auf diesem internen Twitter auch den Namen gesucht und da haben wir gesagt, okay, wie sollen wir es nennen? Und dann gab es irgendwie, ich weiß nicht wie viele, 100 Vorschläge und da haben wir den einen draus ausgesucht. Das war schon so ein bisschen bekannt, aber es war einfach, ich glaube, das Unternehmen war einfach nicht so weit, dass man jetzt dieses große Social Media intern schon hatte. Ja, aber ist ja schon was. Also überhaupt zu twittern darüber oder so ist ja schon ein Schritt. Irgendwie so. Also es war nicht top secret. Also. Nee, auf keinen Fall. Ja, auch vielen Dank. Toller Talk. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum war das nicht intrinsisch schon in euer Unternehmen eingebaut? Was glaubst du, sind die Hindernisse, die dazu führen, dass Innovation nicht zustande kommt bei so einem Unternehmen? Ich weiß nicht, warum es noch nicht intrinsisch davor war. Da war ich auch noch nicht da. Das habe ich da noch nicht hinterfragt. Aber ich glaube, Hindernisse für Innovation, und das ist auch, was ich am meisten mitkriege, sind Prozesse, dass nicht klar ist, wie kann ich meine Idee nach vorne bringen, weil klassisch gebe ich das an meinem Chef, der findet es doof und dann ist die Idee tot, weil ich kann meinen Chef nicht mehr umgehen, weil dann irgendwie falle ich dem Rücken, dann mag er mich vielleicht nicht mehr und so weiter. Aber ich glaube, woran es auch immer noch mit Open Innovation scheitert, ist, dass einmal die Leute sich nicht immer zugehörig fühlen zu den Ideen. Also wenn ich eine Idee habe, die soll jemand anders umsetzen, ist er vielleicht nicht immer davon sehr begeistert oder fühlt es nicht, das, was ich fühle für die Idee. Das heißt, man muss die Leute eigentlich auch mit in die Implementierungsprojekte mit reinnehmen. Und es scheitert immer an Budget, an Prozessen, an so Großunternehmenkrankheiten, die auch einfach schwierig sind zu überwinden, auch mit Open Innovation. Ich glaube, es muss immer einen starken Sponsor geben, der sagt, ich glaube an die Idee und das machen wir jetzt. Den zu finden ist immer schwierig, weil es auch viel Mut des Sponsors erfordert, weil der vielleicht auch nochmal in anderen Gesprächen drin ist, was man als Mitarbeiter gar nicht mitkriegt und man fragt sich, warum macht er denn nichts? Es ist doch total klar, dass wir das brauchen, aber es ist, glaube ich, auf höherer Ebene nochmal echt anders. Und ich glaube, die Herausforderungen werden immer bleiben, dafür sind große Unternehmen einfach große Unternehmen. Aber ich glaube, Open Innovation und interne Social Media ist der erste Schritt. Okay, danke. Darf ich noch eine Anschlussfrage stellen? Du hast bestimmt ein bisschen Marktforschung gemacht auch. Gab es andere Unternehmen, die beispielhaft waren oder andere Länder, wo Innovation anders handhabt? Wir haben wenige Unternehmen gefunden, die wirklich internes Crowdsourcing oder internes Open Innovation so stark betreiben. Viele machen es mit Kunden, also genau das, was wir nicht tun. VW war da so ein Riesenbeispiel, die in China dieses Auto der Zukunft gesucht haben, wo es nachher so ein fliegendes Auto gab. Dann hat selbst die Deutsche Bank mit ihren GTB, also ihren Global Transaction Banking Kunden, also Großkunden, mal was gemacht. Aber wir haben wenig gefunden, wo wirklich die Mitarbeiter in so einem großen Rahmen mit einbezogen werden, vor allem, glaube ich, auch, weil wenige darüber reden, weil es halt wenig medienwirksam ist. Wir fragen mal unsere Mitarbeiter, sollte ja eigentlich klar sein. Aber wir haben ganz viele Tools gefunden. Also es gibt schon einen großen Markt für diese Ideenmanagement, Open Innovation Plattformen und Tools. Und genau, da hat uns IDEO einfach am besten gefallen mit ihrem Prozess. Du hast ja gesagt, dass die Leute, die gleiche Idee einstellen, dann zusammengebracht werden. Wie, oder in einem Call oder wie auch immer dann, wie weit treiben die Idee denn dann und was liegt dann vor, um eben diese Winning Idea sozusagen rauszusuchen und vor allem, wie zeitintensiv ist das dann für die Mitarbeiter? Also für die Mitarbeiter, die haben ja meist schon eine Idee eingestellt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, vielleicht irgendwie 20 Minuten. Dann gehen wir am Ende dieser Ideenphase alle Ideen durch. Das dauert für uns relativ lang, weil wir wirklich dann, sagen wir mal, wir haben 100 Ideen, dann haben wir 100 Zettel da liegen und rücken die auf Stapel und total 1.0.
nichts online. Und dann finden sich halt diese Leute zusammen, die holen wir dann, also denen schicken wir eine E-Mail und die kommen dann in diesen Workshop oder in den Call. Das dauert meist eine Stunde und dann, glaube ich, arbeiten die aber immer noch selber da dran. Was da rauskommt, ist völlig frei. Das heißt, die sind nicht gezwungen, da jetzt irgendwie ein Konzept abzuliefern, Business Case, weil genau das schreckt die Leute ab. Business Case zu liefern, weil man es einfach nicht kann. Für viele Innovationsthemen ist gar nicht möglich oder man hat das Wissen nicht, weil es halt so anders ist. Und was die meistens abgeben, sind so 2 DIN A4 Seiten Text, aber in diesem Tool, also nicht ein Word-Dokument. Was aber auch witzigerweise hervorkommt, sind die Schubladenkonzepte, da wo dann PDFs dranhängen, da sind 10 Seiten inklusive Grafiken in total schönem Design. Man denkt sich so, hast du es gerade gemacht oder lag das schon ganz lang irgendwo? Die kommen auch raus, was auch super ist, weil da hat jemand ja mal echt viel Zeit reingesteckt. Und das heißt, der Aufwand ist, denke ich mal, so 2 Stunden pro, also für diese Verfeinerung oder 2-3 Stunden. Und was wir interessanterweise sehen, ist, dass die Zugriffe auf die Webseite vor allem nach dem Mittagessen sind und kurz bevor die Leute nach Hause gehen. Das heißt, es sind so Randzeiten, nicht ganz morgens, weil ich glaube, da sind die Leute eher so, ja, ich muss jetzt was schaffen. Aber so am Ende gucken sie da immer noch mal rein. Das heißt, da wird, glaube ich, viel an den Themen gearbeitet. Ich hätte auch noch kurz noch eine Frage. Die Frage, die jetzt in dem Tool eingestellt war, kam mir jetzt relativ allgemein und weit gegriffen vor. Sind die immer so weit? Weil ich wüsste jetzt gar nicht, aus welcher Richtung das gekommen wäre aus dem Konzern. Die Oberfrage ist Let's Create Digital Solutions. Das ist eingebettet in einem Programm, was konzernweit oder zumindest deutschlandweit bekannt ist. Und es wird dann runtergebrochen auf die einzelnen Bereiche. Also unseres war dann runtergebrochen auf das Zuhause des Nutzers, also des Bankkundens, auf Geld, also Geldhandling, auf Shopping und so weiter. Das wird dann nochmal runtergebrochen in dem Tool. Das hatte ich jetzt nur nicht auf einer Slide. Das heißt, die Nutzer werden eigentlich schon in die Hand genommen, in Richtungen zu denken, aber es gibt immer noch diese offene Option, wo er einfach ganz wilde Ideen eingeben kann. Wir haben das am Anfang immer relativ breit gelassen, aber die Leute tun sich auch einfach schwer, wenn da nichts steht. Zum Beispiel lassen wir die Plattform auch nicht leer loslaufen, sondern es werden immer ein paar Ideen schon eingegeben, weil man nicht auf dem Präsentierteller sitzen will. So, ich habe die erste Idee eingegeben, jetzt lesen erstmal alle meine Idee. Vielleicht ist die auch nicht gut. Und man hat ja auch immer so eigene Reputationsgedanken, weil da steht auch mein Klarname und ich kann auch ein Bild hochladen. Das heißt, es weiß auch jeder, wer es war. Deswegen nehmen wir die Nutzer an die Hand, aber lassen ihnen auch Freiheit, da selber Ideen einzugeben, die ganz in eine ganz andere Richtung gehen. Jetzt gab es hier vorne eine Frage. Genau. Also ich wollte eigentlich dem Darren irgendwie antworten, weil ich das nochmal aus der Sicht des Mitarbeiters quasi gesehen habe. Als ich damals in der Bank angefangen habe und ich meine Ideen mitgenommen habe aus meiner alten Bank und dann gesagt habe, oh, das und das und das könnten wir machen, da wurde mir immer gesagt, nee, wir machen das schon seit Jahren so. Und es waren halt alles Leute, die ihre Ausbildung bei der Deutschen Bank gemacht haben, die quasi schon 20 Jahre in der Bank sind. Dabei sind sie gerade erst 40 und, oder noch jünger. Und für mich war das eben immer total schwer, dagegen anzukämpfen und zu sagen, hier, aber komm, und ich habe doch eine Idee. Und immer, nee, das machen wir so nicht. Und ich finde, dass, also für mich ist Mindstorm eindeutig auch ein Zeichen des Kulturwandels, was sich die Deutsche Bank eben auf die Fahne geschrieben hat. Und alles steht und fällt, finde ich, immer mit deinem Vorgesetzten, so wie du schon gesagt hast. Du kannst den nicht umgehen. Und ich merke das jetzt, wo ich einen neuen Chef habe, der auf einmal ganz viele Ideen von mir fordert und immer sagt, hier, lauf damit los und rennen. Und wenn du einen Vorstand irgendwo erwischt, dann quatsch den damit voll und so. Und das war halt vorher nicht so. Also ich glaube, dass das auch ganz viel damit zusammenhängt, wen du da vor dir hast und ob jemand offen ist oder nicht. Und ich zum Beispiel finde, was ein riesengroßes Problem ist heutzutage in der Welt, ist, dass die Leute gar nicht mehr, also dass die ganzen Informationen dich irgendwie überfordern. Also was ich immer mitkriege, ist, dass irgendwie ganz viele E-Mails bei uns verschickt werden, aber die Leute, die gar nicht mehr sehen. Also sie sehen sie zwar, aber sie wissen nicht, was da drin steht, auch wenn sie durchgelesen haben. Und jetzt habe ich gerade das erste Mal gemerkt, seitdem ich in der Bank bin, dass es bei mir auch so ist, weil ich den Prozess von Mindstorm, ich habe mir das durchgelesen, ich habe natürlich auch ganz viele Likes verteilt, aber den Prozess hatte ich jetzt auch nicht so gesehen. Also ich glaube, dass das Problem einfach ist, dass viele Leute, dass man die ein bisschen wachrütteln muss.
Inklusive mich halt jetzt anscheinend. Genau, vielleicht ein Kommentar zum Wachrütteln ist auch, dass wir wissen das nämlich, dass die User unsere E-Mails nicht so genau lesen, weil die sagen, das habe ich nicht verstanden, was habt ihr da schon wieder verschickt? Und die kriegen aber jetzt, wenn sie mitmachen bei so einer Challenge, also man muss da was machen, um auf diese E-Mail-Liste zu kommen, kriegt halt also nicht die ganze Zeit Spam von uns. Wenn sie da mitmachen, kriegen sie jede Woche ein Update, das ist kurz und es hat meistens auch ein Bildchen drin, damit es schön aussieht, wo dann drin steht, diese Woche kannst du das und das machen, das ist letzte Woche passiert, weil wir genau gemerkt haben, die Leute sind so busy oder so beschäftigt, dass sie gar nicht mehr so genau wissen, was ist denn jetzt eigentlich los, waren 2 Wochen im Urlaub, dieser Prozess läuft immer noch, was ist denn jetzt, was jetzt, wie gehe ich, ich habe doch schon mitgemacht, kann ich wieder mitmachen? Und das sind wirklich so Fragen, die das ist halt ein Nischenthema, das ist nicht mein Hauptjob. Und ich glaube, da muss man mal aufpassen, dass man die Leute auch abholt, weil sonst verliert man sie und dann sagen sie, ja, die Methode ist doch doof. Das finde ich nicht gut. Dabei liegt es, glaube ich, oft daran, dass man den Nutzer, jetzt sind wir schon wieder beim Nutzer, nicht im Mittelpunkt stellt und gar nicht so weiß, wie geht es dem überhaupt. Und ich muss immer mal wieder eine Idee eingeben, um zu merken, ach, so fühlt er sich, weil ich denke mir, natürlich ist er total klar, da rechts, links, oben, unten. Aber als Nutzer ist es schon anders. Und dann habe ich letztens mich einen Nutzer angerufen und hat gesagt, ja, ich kann nicht mehr Steuerung V machen. Ich sehe, ja, welchen Browser haben Sie denn? Ja, den und den. Dann habe ich mir den Browser runtergeladen und habe geschaut, wie ist das denn als Nutzer? Und das ist echt ganz anders, als wenn man der Admin des Tools ist und sowieso alles kann. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, das nicht zu vergessen. Ich hatte eine Frage zum Mengengerüst. Wie viele Challenges habt ihr denn damit schon gemacht und wie viele Mitarbeiter haben ungefähr Beiträge geleistet? Wir haben jetzt 20 Challenges gemacht in den letzten knapp 3 Jahren. Aktive Nutzer haben wir 21.800, glaube ich, war jetzt gerade auf der Startseite. Es verteilt sich aber über die Challenges. Es gibt natürlich so Nutzer, die kommen, einmal applaudieren, einmal gehen wieder. Dann gibt es aber auch so Heavy-User, die irgendwie schon bei 7 Challenges mitgemacht haben und immer wieder da drauf springen und sagen, total cool. Es kommt echt auf die Frage drauf an. Wenn wir fragen, wie sieht das Girokonto der Zukunft aus, geht die Beteiligung durchs Dach, die findest du total cool. Wenn wir fragen, wie können wir den Kulturwandel vorantreiben, dann ist das schon ein bisschen verhaltener, weil es halt nicht so greifbar ist wie ein Girokonto. Und es kommt echt immer drauf an. Manchmal machen 700 Leute bei einer Challenge mit und sind total aktiv und manchmal nur 150. Ist echt themenabhängig. Danke. Ich wollte zum Thema Krankheiten von großen Unternehmen zurückkommen und ich bin ein großes Unternehmen und ich wollte nur wissen, wie kann man so ein Konzept an Management, also Konzept von Mindstorm an Management verkaufen, weil normalerweise braucht man einen Business Case, ja, und was keine direkten Gewinne zum Unternehmen bringt, dann normalerweise sind dann CEOs nicht so ganz glücklich damit oder nicht so begeistert davon. Ja, danke. Es ist schwer. Weil man kann wirklich, jetzt auch nach 3 Jahren, kann man, glaube ich, kein Business Case dafür rechnen. Zumindest ist es mir noch nicht aufgefallen. Man kann natürlich sagen, okay, die Ideen, die hier drin sind, die hätte man auch von einem Berater einkaufen können. Okay, dann kann man einen Beratertag daneben legen. Aber wenn ich jetzt rechne, diese 21.800 Leute haben jeder nur eine halbe Stunde da reingegeben, dann ist das ja auch wieder ziemlich teuer. Es ist total schwer und ich glaube, man muss einen Manager finden, der relativ weit oben ist, der bereit ist, fürs Thema zu kämpfen, weil wir hätten es nicht geschafft, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ich mach's jetzt. Was natürlich nicht besonders ermutigend ist, dass ich das jetzt so sage. Aber ich glaube, dieser Proof of Concept, der hat am Anfang, der war total schmerzfrei. Der hat nicht viel gekostet. Das war nicht integriert in unsere Banksysteme. Es war wirklich, jeder hatte ein Pseudonym, damit man die Mitarbeiter nicht nachverfolgen kann. Und man hat dann gesehen, die Mitarbeiter finden es total cool. Und wir haben eine Nutzerumfrage gemacht danach. Und 80% der Leute haben gesagt, ja, führt das ein. Und ich glaube, das ist das, was man, also wenn man den ersten Manager hat, der sagt, okay, ich gebe dir dafür einen kleinen Betrag. Und dann die Nutzer hat, die sagen, das hat mir echt geholfen. Und der Sponsor der Challenge dann auch sagt, ja, da ist eine Idee rausgekommen, die setze ich jetzt um, dann glaube ich, hat man eine gute Chance. Aber ich glaube, weil ich bin ja auch ganz unten in dieser Hierarchiekette, man schafft es nicht ohne Support von oben oder nur mit sehr viel Hartnäckigkeit. Und am besten beides.
Du hast, finde ich, zwei super wichtige Sachen gesagt. Zum einen, damit halt Ideen auch wirklich gut umgesetzt werden, muss die Person beteiligt werden, die auch die Idee hatte, die dafür brennt. Und dass halt eben diese Rückkopplung an die Leute, die Ideen reinbringen, extrem wichtig sind. Weil ansonsten kippt man Ideen rein und dann genau irgendwann denkt man sich, ja, okay, es ist wie das Vorschlagswesen, das klassische irgendwie ein Unternehmen, passiert ja eh nichts. Ich habe es vielleicht nicht ganz mitgekriegt, aber vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie tatsächlich dann aus dem Umsetzungsprozess wieder zurückgekoppelt wird an die Mitarbeiter, damit die auch wirklich wissen am Ende, ja, es wurde realisiert und das hat es auch gebracht. Es gibt zum einen diese lilafarbene Phase am Ende, wo ein Blog drin ist, wo darüber berichtet wird. Das kriegen wir aber nicht alle mit, weil nicht jeder halt ständig wieder zum Tool zurückgeht. Was wichtig ist, glaube ich, dass es von den Managern selber per E-Mail kommt, auch wenn wir alle E-Mails nicht lesen. E-Mail ist halt doch das, was am meisten ankommt. Ansonsten ist es halt wirklich Intranet-Artikel und die Leute damit ständig beschallen. Also nicht wie Spam, aber schon über verschiedene Kanäle, weil dann, sonst kommt es nicht an, weil wir hatten gerade den Fall, Manager haben was umgesetzt, aber es hat keiner mitgekriegt. Und dann frage ich mich ja, warum hat das denn jetzt keiner mitgekriegt? Ja, aber es ging per E-Mail raus, okay. Dann scheint E-Mail nicht das richtige Medium zu sein. Und es ist wirklich bei uns auch Trial and Error zu schauen, haben das die User mitbekommen? Wir müssen die einfach anrufen und fragen, weißt du Bescheid oder was würde dir helfen? Und das hat uns gerade am Anfang viel geholfen, einfach die Nutzer ständig zu nerven und zu fragen, was würde dir jetzt helfen, entweder in persönlichen Gesprächen oder per Feedback, Fragebogen und solche Sachen, dann einfach zu schauen, okay, was wirkt und was wirkt nicht, E-Mail wirkt gut, Social Intranet funktioniert auch ganz gut, was am besten funktioniert ist, also jeder in der Bank hat eine Startseite eingerichtet, da auf der Startseite irgendwas posten, das ist meistens die Intranet-Seite des Bereichs oder des Konzerns und so weiter und wenn man da was postet, dann kriegen das alle mit. Und das zu posten, das machen wir im Endeffekt, genau. Und wir schicken auch so Newsletter raus, sodass es hoffentlich halt immer zurückkommt. Ja, ich hätte noch was so in Richtung Success Story. Die ersten Ideen, die da reingegeben wurden, oder die ersten Fragestellungen wie Girokonto der Zukunft, da gab es ja auch traditionelle Wege, so etwas zu entwickeln, also eine klassische Produktentwicklung, die sich darüber Gedanken gemacht hat mit Beratern. Mhm. Wie ist denn da so die, gibt es da so Vergleichsmöglichkeiten, dass man sagt, okay, der Bereichsleiter oder setzt da jetzt ein Beraterteam, Produktmanager ran und im Vergleich gibt es dazu diesen offenen Prozess? Also ich kann mir vorstellen, dass man am Anfang sich nicht auf die Crowd verlassen hat, dass die schon mit einer guten Idee kommt. Der Vorteil einer Crowd ist, die ist total billig und diese Berater kosten ziemlich viel Geld. Ich glaube deswegen, es ist meines Wissens, hat man es nie gleichzeitig angesetzt. Ich glaube, dass in dem Prozess alte Ideen eingebaut worden sind. Also von diesem Konzept, was 10 Seiten hatte, das ist irgendwo anders hergekommen, das ist jetzt nicht in der Challenge entstanden. Ich glaube, der Riesenvorteil ist, es kommen wirklich gute Ideen und es ist relativ günstig, weil man halt die Arbeitszeit ja eh bezahlt hat. Das sind ja eh da Kosten. Und ich habe keinen direkten Vergleich, wenn man sagen könnte, wir haben jetzt einen Berater angesetzt und wir haben die Crowd angesetzt, wer war besser? Einfach weil es, glaube ich, keiner gemacht hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Crowd fast besser ist, weil halt da 200, 300, 400, 500 Leute sitzen, die in dem Unternehmen arbeiten und im Zweifel auch noch mit dem Kunden gesprochen haben, weil da machen auch Leute mit, die in der Filiale Produkte verkaufen. Und die sind auch angesprochen zu sagen, was sind denn die Probleme eurer Kunden oder womit kommen die immer zu euch? Und die können dann sagen, ja, Online-Banking ist total toll, aber ich bräuchte mal eine Schulung, um es selber besser zu verstehen, weil die fragen mich immer irgendwas. Und das ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen, aber man braucht dieses Feedback auch aus den Filialen, die irgendwie in Kiel oder in Süddeutschland sitzen, weil die sind ziemlich weit weg von der Konzernspitze und die reden auch ganz anders und die haben auch ein ganz anderes Denken, weil der Hauptsitz so weit weg ist von diesem Netz der Filialen. Aber ich würde halt mal fragen bei den Sponsoren, also diejenigen, die Fragen einstellen, wie sie da herangehen, ob sie da nicht noch ein Sicherheitsthema hinten dran haben und sagen, ja, wir setzen lieber auch ein eigenes Produktentwicklungsteam ran, das um ist das ja mal auszuwerten, wie die
Leistung der Crowd ist. In die, diese Produktentwicklungsteams sind auch selber immer dabei. Das heißt, die sind zum einen als Community Manager drin, also jede Fragestellung kommt ja von einem Sponsor, der bringt uns zwei Leute mit, die die Crowd im Endeffekt auch managen. Das heißt, die lesen alles, was da drin ist. Die geben Feedback, die geben Kommentare ein und weil ja alles offen ist, sehen alle alles. Und damit hat man im Endeffekt schon diese Betroffenen zu Beteiligten gemacht, indem man sagt, okay, das Produktteam, was dessen eigentliche Aufgabe ist, diese Ideen zu entwickeln, die nehmen wir direkt mit, weil wenn wir die außen vor lassen und der Sponsor sagt, so, ihr habt ja nicht so toll gearbeitet, jetzt gebe ich das mal an die Crowd, dann hat man es halt schon wieder verloren, weil es genau das ist, was Sie beschrieben haben, dass sich die Leute auch nicht zugehörig fühlen, dass sie dann ausgegrenzt werden und dass es sich dann wie ein Berater anfühlt, was halt nicht im Unternehmen geboren ist, die Idee. Und das versuchen wir damit zu eliminieren, dass wir diese Community Manager haben, die direkt damit einsteigen und eine Idee verfolgen, vom ersten Eingeben bis zu Winning Idea und sagen, ja, dafür brenne ich, und die haben auch ein Mitentscheidungsrecht, was für Winning Ideas es nachher gibt. Ich hätte noch eine Frage, ob ihr schon weiter denkt, also dass es revolutionär ist für euch und dass es toll ist, ist toll, wirklich ist schön, aber denkt ihr weiter, dass ihr wirklich die Endkunden da in irgendeiner Form mit einbindet, also dass ihr einfach sagt, wir holen uns ein paar Pilotkunden, die wirklich die End-User sind dieser Girokonten, was die eigentlich für Wünsche haben, für Bedürfnisse haben, dass das dann auch in die Weiterentwicklung einfließt? Gibt es da von eurer Seite, die das so treibt, Ideen, da weiterzugehen? Ja, es gibt gleichzeitig, also es gibt halt dieses Crowdsourcing Internet-Mitarbeiter, es gibt aber auch verschiedene andere Projekte, die genau das aufgreifen. Einmal über Design Thinking, also direkt mit Kunden oder potenziellen Kunden das zu machen, also Ideen zu entwickeln oder auch in Fokusgruppen oder Labs zusammen mit den Kunden das zu entwickeln. Das ist ein bisschen ein anderer Stream sozusagen, aber im Endeffekt, wenn jetzt eine Idee aus Mindstorm rauskommt, geht die auch durch so ein Kundenlab nochmal, bevor sie jetzt wirklich auf den Kunden losgelassen wird. Ich würde so langsam sagen, das Publikum wird unruhig, zumindest in der Ecke ist der Süßhunger, glaube ich, schon extrem. Wie ist die Stimmung? Ich würde sagen, noch ein, zwei Fragen und dann brechen wir mal den offiziellen Teil ab. Fragen können ja auch auf jeden Fall danach noch gestellt werden, wären wir auch dankbar, auch an uns natürlich gerne im Nachklapp. Ja, kommt kein Ja, dann machen wir noch zwei Fragen und dann gibt's Cookies. Ja, mein Name ist Thomas Nolte. Ich habe eine Frage vielleicht zum technischen Mengengerüst. Ich bin ja Techniker, wir bauen auch Server auf. Ganz viele, und mich würde mal interessieren, wie groß die Infrastruktur ist, die ihr dafür aufgebaut habt. Habt ihr da ein, zwei Server oder schon gleich 10, oder kannst du dazu was sagen oder ist das schon zu abgehoben? Nee, ist nah dran. Also wir haben ein, zwei Server, die sind auch nicht riesengroß, weil ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, die könnte ich nachgucken, aber was man wissen muss, dadurch, dass die User-Interaktion relativ kurz ist, ich gehe da mal drauf, ich klicke was an, und wir haben gestartet mit einer echt kleinen Infrastruktur, es war super langsam, irgendwie die Deutschbanker werden sich an die ersten Tage erinnern, man hat draufgeklickt und man wartet und wartet und drückt gleich dreimal noch, es wird immer besser für den Server. Wir haben mittlerweile einen relativ geringen Footprint, ich weiß es nicht ganz genau, also ich kann es nicht genau sagen, aber wir haben keine riesen Serverinfrastruktur dahinter stehen, was das System relativ kostengünstig macht und auch relativ schmal. Das heißt, weil wir einfach nur wenige Zugriffe gleichzeitig haben, konnten wir da auch echt viel sparen, was natürlich den Business Case für das Tool oder sagen wir mal den Kosten Case für das Tool auch einfacher gemacht hat. Ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen. Ja, also meine Frage geht so in die Richtung, du hast schon mehrmals den Kulturwandel bei der Deutschen Bank angesprochen. Inwieweit ist eine Bank überhaupt kulturell in der Lage, sich so zu innovieren, wie das so ein Tool ermöglicht? Also es geht darum, wir haben jetzt gehört, Wissen steckt in den Köpfen. Wir haben antipodisch da die Prozesse, die dagegen spielen. Im Grunde genommen ist die Bank eine Risikovermeidungsfabrik. Wie kommt denn quasi so eine Kultur der Offenheit und nicht, also kleine Zwischenfrage noch dazwischen.
tja, was macht ihr da? Oder wie kann ich mich exponieren? Du hast es mehrmals gesagt, ja, ich habe Hierarchien, ich habe Grenzen etc. pp. Also wie stark muss die Bank gefährdet sein, als dass sie das als Überlebensstrategie vielleicht auch versteht? Das ist natürlich eine krasse Frage und ich glaube, dazu kann ich gar nichts sagen, weil also ich sehe natürlich auch nur meinen Ausschnitt der Bank, der in Deutschland ist. Natürlich, ich sitze in Deutschland, ich sitze in der IT für das Retail-Geschäft, also für die Filialbank in Deutschland und Europa. Aber das, was ich mitkriege, ist, dass viele Leute, die haben ja auch ein Privatleben und die benutzen privat Facebook und Twitter und Instagram und die kennen das alle. Und bei der Arbeit geht man so rein, legt sein Smartphone in die Tasche und vergisst das alles. Aber die haben ja dieses Wissen und das bringen die ja auch mit und die finden es eigentlich ganz cool, das auch bei der Arbeit ausleben zu können. Und klar, es ist nicht so spannend wie Instagram ständig zu benutzen, aber es baut schon darauf auf, wie die Leute eher privat sind und das entspannt ja im Endeffekt auch. Und klar gibt es Prozesse, die das vermeiden, auch innerhalb der Bank, weil Leute sollen ihre Arbeit machen und das stimmt natürlich alles, aber alles in einem gesunden Maß. Und es ist auch, Innovation ist einer der Werte der Deutschen Bank und wenn man die nachguckt, dann denkt man gar nicht, dass es eine Bank ist, die eine Risikovermeidungsstrategie hat, sondern es könnte auch aus jedem anderen großen Unternehmen kommen, wie Automobilhersteller oder ja, andere große Konsumgüterriesen. Und ich glaube, man unterschätzt immer so ein bisschen die Bank oder die Leute, die in der Bank arbeiten. Es gibt, glaube ich, verschiedene Kulturen. Das Investmentbanking wird ganz anders sein. Das kenne ich auch nicht als das Retailbanking, als die IT. Und es gibt da immer Inseln, die anders sind und bei denen es gut funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass unser Tool besonders gut im Retail-Geschäft funktioniert, in der IT, aber dass es bei so ja, zeitdruckintensiven Bereichen wie Investmentbanking oder Trading, dass es da gar nicht funktioniert, weil halt da was anderes verlangt wird von den Mitarbeitern. Das heißt, ich glaube, es ist immer echt abhängig davon, wen man anspricht, wie man ihn anspricht und was man von ihm verlangen kann. Und dass die Bank gar nicht so zurück ist in ihrem Kulturwandel, sondern dass es da schon auch viele Fortschritte gegeben hat, glaube ich, in den letzten, wie viele Jahren auch immer, 5 Jahren, 10 Jahren. Also es ist nicht das, was man so vom klassischen Banker vielleicht immer erwartet hat. Traut sich keiner mehr.